Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Lange ist es her, endlich gibt es wieder was Neues. Am Ende des Videos zeige ich euch einen Trailer für das kommende Event. Wie heißt das überhaupt? Moment, jetzt muss ich selber erstmal gucken. Dieses Event hat einen ziemlich bescheuerten Namen. Unshackled Event. Nichts Besonderes steckt dahinter. Beziehungsweise es steckt schon was Cooles dahinter, und zwar das Flashpoint Event. Wer noch nie ein Flashpoint Event mitgemacht hat, das gab es schon zweimal. Ich blende euch das einfach mal ein. Vorher Heil-Items sind deaktiviert. Das wird auf Olympus stattfinden. Es geht am 19. April los, geht bis zum 3. Mai. Es sind sämtliche Heil-Items, wie gesagt, deaktiviert. Und ihr könnt euch nur, ich zeige das hier einfach schematisch, hier auf Kings Canyon gab es das Flashpoint-Event schon mal. Und in diesen Kuppeln wird es auf der Map in verschiedenen Abständen möglich sein, sich zu heilen. Du heilst deine Gesundheit, deine Schilder. Außerhalb dieser Kuppel kannst du dich nicht heilen. Wenn ich mich nicht irre, ist das Einzige, was es an Heil-Items zu finden gibt. Damals war es, glaube ich, das Phoenix-Kit, wenn ich mich nicht irre. Aber ansonsten gibt es keine Items. Du musst in dieser Kuppel sein, um dich selber zu heilen. Vorteil ist hier natürlich dann Lifeline oder Octane, vielleicht sogar noch Watson, um sich selber ein bisschen passiv zu heilen. Was gibt es sonst dazu zu erzählen? Der Modus hat sich ansonsten nicht verändert. Ich finde es ein bisschen, meine persönliche Meinung, ein bisschen schwach, dass nach all der Zeit es immer noch nicht möglich war, mal ein komplett neues Event zu gestalten, wo es einen Spielmodus gibt, den man so nicht kannte, der limitiert war. Sei es drum, ist nur meine ehrliche Meinung. Es gibt vom 19. bis 26. April folgenden Shop, dass ihr das auch schon mal seht. Wir haben einen Krypto-Skin, einen Vault-Skin, Gibby und Revenant und noch ein paar so Kleinigkeiten. Und vom 26. April bis zum 3. Mai gibt es auch noch ein paar Packs. Ebenfalls nochmal den... Ach nee, das ist kein Vault-Skin, sorry dafür, das ist die KSMG. Dann gibt es nochmal den sehr begehrten 301 in Verbindung mit dem Octane-Skin. Unten links finde ich auf jeden Fall sehr kreativ. Dann gibt es noch einen 99 und einen Caustic-Bündel. Und nochmal den Krypto-Skin, einen Bloodhound und einen Watson-Skin. Was haben wir noch? Das ist natürlich, das muss man sich wieder kaufen. Wir können uns aber in diesem Event wieder was selber freischalten. Ist jetzt auch nicht die Mega-Welt. Vom 19. bis 26. April können wir hier wieder durch bloßes Zocken so ein paar Sachen. Gun-Charms, ein 45-Skin und ganz am Ende ein Seer-Skin. Und vom 26. April bis zum 3. Mai gibt es dann noch ein, oh Gott, das Nessie mit Boxhandschuhen, keine Ahnung, was das ist. Es könnte sein, dass das ein Holospray ist. Und es gibt, oh mein Gott, ein thematisches Pack gibt es freizuschalten. Das heißt, das thematische Pack zieht dann automatisch eins dieser, dieser Skins. Das sind die thematischen Packs, das kommt nämlich noch dazu. Im Endeffekt ist es wieder so eine Mischung aus Flashpoint und Kosmetik-Event. Wir haben dann hier noch einen Shop mit legendären Sachen, Pathfinder, Krypto, Walk Wraith. Was haben wir an Waffen? Wir haben eine Peacekeeper, wir haben die KSMG. Was ist denn das? Oh Gott, ich erkenne es nicht. Ist es die Spitfire oder ist es die Devotion? Keine Ahnung. Und eine Hemlock. Und unten episch haben wir nochmal Fuse, Revenant, Lifeline und Watson. Und mehr gibt es zu diesem Event, glaube ich, nicht zu erzählen. Ich muss sagen, das Flashpoint-Event selber macht ultra Spaß. Ich finde es cool, dass es mal wieder zurück ist für 2 Wochen. Ich möchte euch jetzt noch den Trailer dazu zeigen. Der geht, glaube ich, um die 1,5 Minuten. Er ist okay. Und wer dieses Video zeitnah sieht, noch bevor es 12 Uhr am Freitag, den 15. ist, morgen um 12 Uhr starte ich auf Twitch einen 12-Stunden-Stream. Only Ranked mit Schweini und Felix, habe ich mega Bock drauf. Ich würde mich freuen, wenn da der ein oder andere einschaltet, wie immer auf Twitch. Das soll es von mir schon wieder gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Osterfeiertage. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. That's enough buzzing about. You belong in the crowd. What the kid? Oh. Knock, knock. I'm here. Alone. This skin suits in your warning. Always trying to bring me down to your level. Ain't nobody stopping. Try not to blink. You may miss me.
time to knuckle down. Hey! Wait, I should have said the gloves are coming off.